Willkommen, willkommen bei einem neuen Wassertest von einem Smartphone. Und zwar geht es um das LG G6. Ein wunderschönes Gerät, was jetzt auch die IP68-Zertifizierung bekommen hat. Heißt, ich kann einfach das hier machen. Und zwar im Swimmingpool unter Wasser tauchen für eine halbe Stunde, 1,5 Meter tief. Und das Handy wird nicht nur nicht kaputt gehen, sondern ihr könnt unter Wasser auch Videos aufnehmen, wie ihr hier sehen könnt, Fotos machen, Selfies machen, und das sollte nicht allzu schnell kaputt gehen, das Handy. Wobei Süßwasser nur empfohlen wird in der Zertifizierung, Chlorwasser und Salzwasser wird nicht erwähnt, wird aber auch nicht verboten, beziehungsweise mir wurde gesagt, wenn man das danach abwäscht, nach Süß- oder Salzwasser, wie auch Seewasser natürlich, dann sollte das kein Problem sein, denke ich mal, hier solche schönen 4K-Videos zu drehen, die hier meinen Kanal anschauen könnt. Ihr müsst einfach auf den Info-Knopf drücken, und ich würde mich natürlich auch freuen, wenn ihr die Frage beantwortet, die ich oben gestellt habe. Und ihr könnt natürlich in meinem Kanal auch andere Geräte sehen, wie MP3-Player, die wasserfest sind, oder Konkurrenzprodukte, die auch wasserfest sind, die ich natürlich auch hier immer wieder teste. Wenn ihr es zugeschaut habt, bis zum nächsten Mal, gebt mir einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Ich weiß, der Sound ist nicht ideal, aber ist leider nur mal am Pool. Bis zum nächsten Mal, und ich freue mich auf eure Kommentare.